der geheimnisvolle Mr. Mystery. Der liebe Sven hat mir ein Überraschungspaket wieder zugeschickt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und deswegen werde ich es mit euch zusammen auspacken und mich selbst überraschen lassen. Also, Mr. Mystery, schon mal vielen, vielen Dank. Lass mal sehen, was du da wieder Schönes eingepackt hast. Ich kam eben gerade mit der Post. Eigentlich wollte ich heute an dem Tag gar kein Video machen. Aber Mr. Mystery hier hat zugeschlagen, dass ich ein Video für euch mache. Ja, was mag drin sein? Schlitze es vorsichtig auf und dann schauen wir uns das einfach an. Wie mache ich das am besten? So, Paket runter, damit ich hier oben gleich die Schätze, die sich unter dem Verpackungsmaterial zeigen, auspacken werde. Was haben wir hier? Eine VHS. Werner, volles Röhr. Ja, cooler Film. Habe ihn damals im Kino gesehen und ich war dabei, als die Satelliterschüssel für den Film in real gebaut wurde. Ja, ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen. War bei mir um die Ecke im Dorf. Da hat dann Düse, das ist ja der Mechaniker gewesen, zusammen mit Andy Feldmann, die Satelliterschüssel gebaut. Dieses Motorrad, was da echt exklusiv ist. Ich guck mal. Wenn ich noch ein bisschen bewegtes Material habe oder Fotos, die blende ich euch jetzt hier auch ein. Richtig cool, war sehr schön. Wann war das denn überhaupt hier? Oh, was haben wir denn Datum? Das ist schon weit lange her. Hier steht mal kein Datum. Das ist immer so schade, dass man das damals nicht so geschrieben hat. Genial, da steht kein Datum drauf. Ja, so waren noch die Zeiten. Das ist nur Copyright, aber kein Datums-Copyright. Na gut, egal. Auf jeden Fall ist das weit über 20 Jahre her. Das ist echt spannend. Toll, klasse. Vor allem, wenn das sich so mit einer Erinnerung mischt. Und dann habe ich ja eine chinesische Raubkopie bekommen von ihm. Das ist irgendwie nur lustig. Ja, mein Bruder hatte die in China, als er da beruflich war, viel gesehen. Aber der Film Space, La Menace Fantosche. Wer kennt ihn? Der Til Schweiger Weltraumfilm mit Bulli. Traumschiff Surprise. Ja, Periode One. Richtig cool. Es wirkt überhaupt nicht nach dem Film. Hier hinten auch. Ich meine, war nicht persönlich mein Film, aber er war ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, und hier so in der Raubkopie-Version. Ja, schon sehr lustig. Ja, was haben wir denn hier noch? Eine DVD im Steelbook. Steelbooks mag ich ja bekanntlich. Die Disney Collection, und zwar Robin Hood Sammleredition. Richtig spannend. Hier ist der Film drin und die Auflistung der Filme. Richtig interessant. Ja, nicht schlecht. Teilweise sind da noch Magneten bei gewesen, die sind hier nicht dabei, aber es ist eine sehr schöne Edition. Ja, schönes Sammelstück. Packen wir mal dahin. Mann, das ist ja voll. Was haben wir denn hier? Reset Retro, ein Sticker. Und noch ein Sticker, Metz, TV, Video, Audio, Meckerblitz. Habe ich schon mal einen dabei gehabt von ihm, den habe ich aber irgendwie übersehen, deswegen war er nur im Rückblende-Video dabei. Auch nicht schlecht. So, machen wir mit Film weiter. Die ganze Serienbox, die komplette erste Season von Hör mal, wer da hämmert. Da habe ich noch nicht auf DVD. Richtig cool. Ist auch vollständig. Alle vier Discs. Eine geniale Serie. Richtig cool. Sehr, sehr lustig. Ja, hat was. So, hier nochmal ein bisschen Verpackungsmaterial. Muss ich vorsichtig. Die lasse ich lieber drin, bevor sich das irgendwie verteilt zu sehr.
So, und hier ist jetzt was eingepackt in, ja, in Verpackungsmaterial, in Folie, und zwar ein R2-D2. Richtig cool. Der ist schon ein bisschen gebraucht, wie könnt ihr ihn sehen. Hinten kann man die Antenne ausziehen. Das ist ein richtig schöner R2-D2. Kann man rausziehen, wenn man den Kopf dreht, dann kommt die Antenne raus. Ah, so ist das. Ich gucke gerade, ob hier ein Datum drauf steht. Ich sehe jetzt hier gar keins. Aber das muss 90er sein. Das ist kein, ist nicht Vintage, obwohl Zeit ist es auch schon, weil er drei Beine, der Original hatte nur zwei und war auch nicht schräg und hatte auch keine Rollen unter, aber richtig cool. R2-D2 geht immer. Star Wars geht immer. Richtig cool. Richtig cool. Und hier kommt ein ganzer Ochse, der mir hier entgegenkommt. Und Verpackungsmaterial. Der rote Corsar von Obelix. Ist keine schlechte Figur von 2002 aus dieser französischen Kollektion. Richtig gut gemacht. Die sind hochwertig. Richtig, richtig schönes Stück. Der rote Corsar, auch einer, ja, der Kultcharakter hat, der immer wieder, glaube ich, versenkt wird von Asterix und Obelix auf seinem Schiff. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wow. So, und hier haben wir irgendwas Kleines, das mir gerade gar nichts sagt. So ein Auge. Irgendwie. Das sieht ein bisschen nach Gargoyles aus, aber genau weiß ich es nicht. Für McDonald's, Disney. Genau weiß ich es nicht, aber sieht cool aus. Ja. Und ich schiebe mal wieder eine kurze Korrektur ein, denn das da sind zwar Gargoyles, aber nicht von der Serie Gargoyles, sondern von Der Glöckner von Notre Dame, von dem Disney-Film. Da ich den Film nicht gesehen habe, wahrscheinlich ein Versäumnis von mir als Kinofan, ja gut, konnte ich es natürlich nicht identifizieren, aber coole Sache. So, jetzt zurück zum richtigen Video. Welchen Sinn das macht mit dem Drehen, kann ich auch nicht sagen, aber es ist sehr lustig. Cool, richtig cool. So, hier ist nur noch Verpackungsmaterial. Eine Sache ist hier drin noch. Und das ist richtig schick für den C64. Speed Bingo Matte. Okay, es ist vielleicht jetzt kein Game. Aber das sieht man ja auch nicht alle Tage. Aus dem Hause Midway. Ein Arcade-Game. Na gut, Arcade war ja Rechen-Game. Falls es irgendwelches Bildmaterial dazu gibt, was ich finde, bewegt es, weil ich gerade meinen C64 jetzt nicht angeschlossen habe, aber dann blende ich das jetzt ein. Also mein C64 ist gut verpackt. Zwar nicht im Originalkarton mehr, aber der existiert noch. Auch wenn das Original, meine Original-Disketten. Und das ist eben halt ein Modulspiel, kein Diskettenspiel. Ach, das klemmt hier in so einem Fach drin. Guck mal, ist noch eine Anleitung. Ja, sogar mit Anleitung kommt es. Richtig cool. Hier ist so diese Anleitung. Moment, eine Minispiele-Anleitung. Ach ja. Hier könnt ihr schon mal Bilder sehen. Wie gesagt, bewegte Bilder werde ich zeigen, wenn ich welche finde. Ansonsten kann ich euch zeigen, so sieht das aus. Und das kam nicht auf einer Diskette, dieses interessante Teil. Nein, ne? Komm, wir bauen mal schon mal schön auf, damit wir es fürs Video gleich am Ende haben. Die kamen aus oder auf diesen Modulen. Da gab es auch einige Spiele von. Die wurden nur hinten reingesteckt und konnten sofort gespielt werden. Also auf diesen Cartridges. Ich glaube, im User-Port waren die drin. Aber jetzt bin ich nicht mehr so mit den ganzen Wörtern von den ganzen Ports vertraut. Aber das wurde hinten reingesteckt und dann konnte man sofort spielen oder das Programm starten. Ja. Von Last Ninja gibt es so ein Link. Das hätte ich auch gerne. Das Last Ninja ist eines meiner Lieblingsspiele auf dem C64. Aber egal, das hat man auch nicht alle Tage. Das ist echt was Besonderes.
weil aus der Zeit doch sehr wenig überlebt hat. Also nein, es stimmt nicht ganz. Es hat schon viel überlebt, aber auch nicht alles mehr irgendwo. Und man findet das sehr schwer. Klar, jetzt noch über Börsen und so weiter, aber ja, es ist echt schwer, coole Sachen zu finden. Und das ist echt eine coole Sache. Natürlich etwas, was man nicht so lange spielt, aber das ist schon cool. Allein, wenn ihr dieses Motiv seht, dieses Bild, das ist schon sehr fantasievoll. Also man spielte immer mit sehr viel Fantasie auf dem C64. Ja. Wow. So, die Mystery Box ist leer. Das ist, ja, Mr. Mysteries Überraschung hier für mich. Wahnsinn. Danke dir, Mystery. Du hast mich wieder völlig geflasht. Das ist hier natürlich der größte, ja, Witz, weil es ist, wie gesagt, eine Kopie, eine Raubkopie aus China. Aber eben halt, das Besondere sind immer diese komischen Cover, die einen Film ganz anders darstellen lassen. Ja. Also, oder es sind auch manchmal auch Kinomitschnitte mit Untertiteln irgendwo. Also es ist manchmal eine ganz seltsame Kopie. Davon habe ich früher auch einige gehabt, gerade von Filmen, die vorab waren. Und mein Bruder hatte sogar mal eine mitbekommen von Bulletproof Monk. Da war das alternative Ende reingeschnitten, ohne Special Effects. Und die habe ich bis heute noch in meiner, inzwischen glaube ich, Blu-ray, aber ich hatte es früher in der DVD zusätzlich liegen, weil es schon so einen Unterschied machte, dass dieses anders geschnitten war. Ja, Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Also, Mr. Mystery, du hast mich wieder, ja, geschlagen. Du hast mich, ja, überraschen lassen. Du hast mich überrascht. Ja, genau. Das ist es. Also vielen, vielen Dank. Na, ich bin völlig geplättet, wie du siehst. Na, und jetzt sind die anderen dran, liebe Zuschauer. Na, liken, teilen, abonnieren. Und was sagt ihr zu Mr. Mysteries Box? Was ist da euer Highlight? Also ich muss sagen, schwanken tue ich nicht. Das C64, auch wenn es vielleicht ein Rechenspiel ist, ist schon etwas, was richtig cool ist. Das ist so mein Highlight. Und jetzt, wie gesagt, will ich euer Highlight wissen. Reinschreiben in die Kommentare und ja, habt viel Spaß bei irgendeinem anderen Video, was hier am Ende noch angezeigt wird. Was war ja das letzte? Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.